Die Amerikanerin zog sich bei ihrem Sturz einen Bruch des linken Oberschenkels zu. Street, die infolge eines Kreuzbandrisses erst später in die Saison gestartet war, muss damit erneut mit einer längeren Pause rechnen. Im Abfahrtsrennen der Männer fuhr Didier Küsch auf den zweiten Rang und holte sich damit seinen vierten Podestplatz in dieser Saison. Der Neuenburger wird damit in der Abfahrt in der kommenden Saison der einzige Schweizer Gruppe 1-Fahrer sein, was seit Beginn der 80er Jahre nie mehr der Fall war. Mit seinem heutigen zweiten Rang verbesserte sich Küsch im Abfahrtsgesamtweltcup auf den vierten Schlussrang. Der Sieg ging an den Österreicher Josef Pepi Strobel. Für Strobel war es der fünfte Weltcupsieg seiner Karriere und eine Entschädigung für eine mehr oder weniger verpatzte Saison.